Hallöchen, meine lieben Horrorfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute schauen wir uns wieder mal eine Demo an, diesmal die Demo von Ebola Village. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht viel weiter drum herum, sondern wir gehen jetzt direkt rein. Let's go! Итак, мы возвращаемся в студию с экстренным выпуском новостей. Вопиющая трагедия в США, штате Калифорния. Вследствие аварии произошла утечка нового опасного штампа вируса Эбола. По словам одного из бывших сотрудников, к этому причастна Всемирная фармацевтическая корпорация «Панику». В целях безопасности мы не можем разглашать личные данные. Вирус распространяется с огромной скоростью и уже обнаружен в других странах. Болезнь проявляет себя высокой температурой, тошнотой, кровотечением, кожным воспалением и затрудненным дыханием. Инцидент вспышки вируса также был зафиксирован в международном аэропорту Жуковский. Врачи настаивают на повышенных мерах предосторожности. Если вы обнаружили странные симптомы у себя или у своих близких, сообщайте об этом по единому номеру экстренной помощи 001. Обязательно оставляйте свои данные. Просим вас сохранять спокойствие. Рекомендуем запастись всем необходимым и оставаться дома. Будем следить за развитием ситуации и своевременно вас информировать. С вами была ведущая новостей канала ЦРТ Татьяна Васильева. Благодарим за внимание. До свидания. Что за пиздец? Сегодня вроде не 1 апреля. Последние 3 года творится полное дерьмо. Иногда мне кажется, что я сплю. Нужно позвонить маме. Wow, also die Wohnung von ihr sieht ja ganz schön verwüstet aus. Was haben wir denn hier für einen schönen Brief? Und das muss ich mal so sagen, ja, hübsche Dame, die wir hier spielen. So, was haben wir hier? Einen Ehering, okay. Haben wir was Schönes in der Kiste? Nee, aber da kann man dann Sachen einlagern, so wie es aussieht. Und wunderschönes Gürkchenglas hier. Ja, ich muss gestehen, ich hätte gerade Bock, ein paar Gürkchen hier zu essen. Leider können wir uns keine dort rausholen. So, hier ist unsere Kleidung. Ich will mal ganz kurz zwischen die Tasten durchdrücken. Wir testen mal hier ein bisschen was aus, kurz. Gut. Was haben wir denn hier? Okay. Hier haben wir unser Telefon. Und die Musik hier gerade ist auch herrlich, wie ich finde. Die lassen wir auf jeden Fall mal an. Da, мне не помешало бы сделать здесь генеральную уборку. Ja, und sie sollte wirklich dringend mal hier aufräumen, also... Mann, oh Mann, ist das unordentlich hier drin. Das muss man einfach mal so sagen. Also, auf die Ordnung hier achtet sie auf jeden Fall nicht so besonders. Was haben wir denn hier für schöne Bilder? Das ist ihre Familie offenbar. Алло. Алло. Блин, мама, бери же трубку. Придется самой ехать в село Поповка. На супер. Unsere Mom geht nicht ran. Мне нужно одеться и найти ключи от машины. Okay, dann ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen was an. Und danach gehen wir mal raus aus dem Haus. So, sehr schön. Jetzt bin ich gekleidet. Und dann gehen wir mal los. Kann ich die Jacke hier noch mitnehmen? Nein. Gut, Moment.
Kann ich den Fernseher mal noch ausmachen? Ja, ich meine, kostet ja alles Strom. Da würde ich den Fernseher nicht anlassen, wenn ich sie wäre. Was haben wir hier noch Schönes? Unseren Autoschlüssel, sehr schön. Ja, den brauchen wir, ja. So, jetzt können wir aus dem Haus gehen. Отлично. Бензин на нуле. Вообще вовремя. Прям как в фильме. Hey, was geht denn hier ab? Wow. Das sieht gar nicht gut aus, wie ich finde. Das hier sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus. Okay, und jetzt haben wir hier eine Art kleines Tutorial, ja. Gut. Heb das hier unten mal auf. Geht das? Ich würde gerne die Zigaretten nehmen. Geht aber scheinbar nicht. Oder wir gucken gleich nochmal, ob ich mich irgendwie hinhocken kann und ob das dann geht. Also die Pistole hier kann ich auf jeden Fall einpacken, sehr schön. Nee, die Zigaretten gehen nicht, so wie es scheint. Ich meine, ist vielleicht auch besser so. Ich meine, ist wesentlich gesünder, wenn wir nicht rauchen. So. Oh. Was war denn das? Nimm mal die Pistole in die Hand. Was war das gerade? Egal was das war, es ist wahrscheinlich verantwortlich für das, was hier passiert ist. Hey, was haben wir denn hier hinten? Jawohl, hier liegt noch etwas Munition rum. Und hier haben wir noch etwas, ein Heilkraut. Oh, Alter. Ich bin gerade etwas erschrocken vor dem Gewitter hier. Ey! Runter! Was bist du denn für einer? Bist du ich? Ай! Эта тварь порвала мою одежду. Я повредила ногу об стекло. Нужно срочно перевязать рану. В этом доме наверняка есть бинт. Aber meine Güte, das muss ich mal so sagen. Er hat Style gehabt. Also, der Hut, meine Güte. Dieser Hut, der sah ja wunderschön aus. Den Hut hätte ich jetzt am liebsten gerne mitgenommen. Was haben wir denn hier? Jawohl. Sehr schön, der Schlüssel gehört jetzt uns. Und den nutzen wir jetzt einmal hier. Jetzt geht's hier rein ins Gebäude. Oh oh. Oh oh, das Geräusch hier gefällt mir ganz und gar nicht. Was kann ich denn hier machen? Ach, hier kann man speichern. Oh oh. Die Geräusche hier gefallen mir gerade so ganz und gar nicht. Yeah! Geh weg. Fall um. Meine Güte, hat mich das Ding jetzt erschrocken. Ich wusste nicht, dass die Dinger eine Tür aufbekommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Да, конечно, одежда немного не по размеру и какая-то детская. Ну, главное, что я обработала и перевязала свою рану. Фу, Hilfe.
So, und auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Schrotflinte hier gefunden. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, auch noch was wegen dem Messer bei uns. So, die Schrotflinte habe ich hier auf der 2. Und das Messer. Ah, Moment. Das kommt einmal hier runter. So. Perfekt. Das hauen wir uns einfach einmal rein. Und perfekt. Das passt jetzt hier so. Pistole noch durchladen, sehr schön. Und Flinte erstmal in die Hand nehmen. Und dann gucken wir nochmal, dass wir was einlagern, denke ich. Ich denke, wir tun mal das eine Heilkraut hier rein. Ich meine Gesundheit ist ja jetzt eh gerade voll. Hier unten sehen wir es ja, 100%. Karte ist leider nicht verfügbar, okay. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Na, geht die Tür auf? Die Tür geht nicht auf. Ob ich die wohl vielleicht aufschießen könnte mit der Schrotflinte? Ha, glaube ich nicht. Ich werde bestimmt hier einen Schlüssel finden müssen. Der wird wohl hier hinten irgendwo sein. Vielleicht liegt auch hier bei dem seinem Körper. Moment. Gucken wir mal seinen Körper hier ein bisschen genauer an. Nee, da sehe ich nichts. Zeig's mir den hier hinten an. Ach, hier liegt nochmal ein bisschen Munition, sieh an. Die habe ich übersehen, offenbar. Und das muss ich schon mal so sagen. Mir gefällt das Design von diesen Gegnern hier. Irgendwie hat das was, wie ich finde. So rein vom Optischen her. Ja, und auf jeden Fall geht es hier nicht durch. Also hier kommen wir jetzt noch nicht lang. Ich würde jetzt gleich sowieso einfach mal nochmal nach draußen gehen wollen. Ja. So würde dann jetzt mein Plan hier erstmal aussehen. So, auf nach draußen. Weil ich meine, um unsere Gesundheit und so haben wir uns ja jetzt eben gekümmert, ja. Da drin. So, dann gucke ich jetzt nochmal hier ganz fix was nach. Hier steht leider keine nützliche neue Information. Und kann ich das hier aufeinander tun? Ja, kann ich. Sehr gut. Ja, dann könnte ich eigentlich das Kraut jetzt doch wieder mitnehmen, ja. Weil ich halt jetzt wieder mehr Slots so zur Verfügung habe. Was war denn das? Ist der Gegner wieder neu da? Habt ihr das gehört? Ist der wieder hier? Nee, ich wollte schon sagen. Also, den hätte ich aber geschrien. Wenn jetzt der Gegner hier auf einmal wieder da gewesen wäre. Das wäre wirklich schlimm gewesen. Andererseits, ja, hätte mir schon gefallen, weil das Kämpfen macht schon Spaß eigentlich in dem Spiel hier. Also, hätte ich eigentlich auch nichts dagegen gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach draußen. Und gucken da nochmal. Dort hinten lang, wo ich vorhin dieses eine Kraut gefunden hatte. Und ich habe hier direkt auch noch was anderes, was ich testen möchte. Kann man in dem Spiel mit dem Messer was kaputt machen? Nee. Aber das ist so eine Kiste. Aber den da drüben kann ich kaputt machen. Wow. Alter, was geht hier ab? Alter, das sind ganz schön viele. Weg mit euch! Alter! Das waren aber ganz schön viele jetzt hier gerade.
Los, wir machen die restlichen auch noch weg. Und jawohl, okay. Das war es schon. Das war's jetzt hier schon. Mit der Demo, alles klar. Gibt's hier hinten noch etwas, was wir uns angucken können? Hier geht's ja eigentlich noch mal ein bisschen weiter, oder? Nee. Hier geht's nicht noch mal weiter. Gut. Dann haben wir die Demo jetzt hier schon abgeschlossen. Auf jeden Fall hat man einen netten kleinen Eindruck so bekommen von diesem Spiel. Und ich muss sagen, ja, hat Spaß gemacht. Am liebsten würde ich das Ganze jetzt weiterspielen wollen. Weil hat auf jeden Fall wirklich Bock gemacht. Also ich würde mir definitiv die fertige Version von dem Spiel mal anschauen, wenn sie rauskommt. Bei Ebola Village jetzt, ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Hat sich halt so ein bisschen wie Resident Evil angefühlt. Und das meine ich sehr positiv, ja, denn ich mag ja Resident Evil. Hat aber auch so seinen eigenen Charme, finde ich, gehabt, das Spiel. Ja, mir hat vor allem das Design der Gegner gefallen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was mit der russischen Sprache. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe zwar kein Russisch, aber irgendwie hört sich die Sprache cool an, wenn die so auf Russisch reden, diese Zombies oder die Infizierten oder wie man die auch nennen möchte. Ja. Irgendwie hat das was. Geht's nur mir so? Oder euch auch? Haut's mal in die Kommentare. Aber nun gut, das war's dann jetzt hier mit diesem Video. Lasst ein Däumchen da, schreibt gerne in die Kommentare, was euer Eindruck so bezüglich Ebola Village ist. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Das war's, euch noch einen schönen Tag und tschüssi.